Eine ganze Weile ist es her und deswegen möchte ich es nicht versäumen, heute in der Ausgabe euch zu zeigen, und zwar das erste Fahrvideo. Das heißt, zum Teil, ich werde nicht nur Fahrvideo machen, natürlich kommen noch mehr Sachen mit ein bisschen Bastelkram hinten dran, und damit recht herzlich willkommen zu Train Dreams. Damit halte ich erstmal die Klappe und melde mich gleich im zweiten Teil des Videos wieder. Es gibt drei Teile. Bleibt dran. Er glaubt gar nicht, wie viel Spaß ich dabei hatte, endlich mal wieder einen Zug fahren zu können oder Zug fahren lassen zu können. Und gelesen habt ihr es vielleicht oder auch nicht. Das war ein kompletter Zug, der mit Magnetkupplung ausgestattet war. Das, was ich in den letzten beiden Videos euch gezeigt habe, das heißt, da, wo die ganzen Umbauten stattgefunden haben, so ist dieser Zug jetzt diesmal komplett gefahren und alles lief reibungslos. Eine einzige Weiche halt, die hat ein bisschen gesponnen, die ist hier oben links, da wo meine Hand so ein bisschen links davon, aber es spielt keine Rolle, Fehler habe ich ein bisschen behoben, oder ein bisschen behoben, den Fehler habe ich behoben, ganz einfach. Aber ich möchte euch jetzt im Hintergrund mal zeigen, was ich sonst noch Schönes gemacht habe. Es ist ein bisschen eng zur Zeit, wir sind in der Vorweihnachtszeit im Moment und da muss man halt ein bisschen gucken, wie man zeitlich zurande kommt. Aber ich habe Zeit gefunden und das möchte ich euch ganz gerne zeigen. Ich habe nämlich dieses Schotterwerk umgebaut. Die meisten, oder auf dem Anhieb wird man es gar nicht erkennen, dass da überhaupt was dran gemacht worden. Da ist wieder mal der Zeigefinger. Da ist viel dran gemacht worden. Und das, was ich alles damit gemacht habe, darum soll es im zweiten Teil des Videos gehen. Oder im dritten Teil, besser gesagt, das zweite Teil haben wir ja gerade jetzt, wo ich das eingebaut habe, wo ich es hingesetzt habe. Aber im dritten Teil soll es mal um dieses Schotterwerk da hinten gehen. Es ist natürlich stromtechnisch noch nicht angeschlossen. Das hat man also vielleicht auch schon sehen können, wer da ein bisschen aufmerksam war. Es war noch dunkel, aber es ist eine Beleuchtung drin. Und diese Beleuchtung habe ich auch mittlerweile alles schon vorbereitet und angeschlossen. Und muss eigentlich nur noch bei mir an dem Hauptteil der Anlage mit angeklemmt werden. Das kommt aber die Tage noch. Das werde ich euch demnächst zeigen. Und schaut euch mal den Unterschied an. Jetzt sieht man es ein bisschen, die Vorher- und Nachher-Bilder. Also ich denke, das Schotterwerk hat ganz enorm an optischer Qualität zugenommen. Auch hier, wie immer, dem einen gefällt es, den anderen nicht. Ich kann es nicht ändern. Aber ich denke, man hat wirklich viel Unterschied schon gesehen. Gerade wenn man das Original kennt, das ist ja im ersten Video zu sehen auf meinem anderen Kanal, auf Model Creation, wo auch übrigens, Entschuldigung, ich habe es schon mal im Frosch gemalt,
Wo auch übrigens das richtige Video dazu kommt, das ist ja jetzt hier nur eine Light-Version davon. Die eigentlichen Tipps und Tricks und Umbaumechaniken, die ich da so eingebracht habe, die kommen dann alle auf den Model Creation Kanal. Wird aber wahrscheinlich Anfang Januar erst der Fall sein. Im Moment ist einfach zu viel zu tun. Und ja, das bringt alles nichts, wenn man das so auf die Schnelle abreißt. Aber ich finde es recht interessant. Ich muss mal ganz kurz hier was schauen bei mir. Ja, genau. Jetzt weiß ich nicht, wann das Video zu Ende ist und quatsche und keiner weiß, dass ich überhaupt noch, und so weiter und so fort. Ja, und hier zeige ich euch jetzt mal diesen Umbau. Den Umbau, hier guckt mal, das war original. Dieses Dach, so ist es original mit diesen weißen, das sollen wahrscheinlich Ablagerungen sein von irgendwelchen Kalksachen oder Steinstaub oder was weiß ich. Aber dieses, ich weiß nicht, was ist denn das für eine Farbe da unten drunter? Ich kann die gar nicht beziffern. Ich habe mir jedenfalls gedacht, das muss ein Kupferdach sein. Ganz einfach. Das Ding ist alt, das Ding ist löchrig, da sind Löcher am Dach oben drin. Das muss ein Kupferdach sein. Also habe ich mir Kupferfarbe genommen. Ich hätte auch Gold oder Messing oder Bronze nehmen können. Passt nicht ganz so richtig. Kupferdach, das ist schon eher eine Geschichte. Und da habe ich mich mal ein bisschen an meine Kindheit erinnert. Ich bin in der Stadt aufgewachsen, da war eine Kirche und die wurde eines Tages neu gedeckt mit Kupferplatten. Wenn ich heute hinfahre, ist das ganze Dach schwarz. Das wollte ich jetzt auch nicht. Ich hätte ja gleich ein schwarzes Dach malen können. Aber grün sparen. Schaut es euch an. Ich habe hier eine grüne Farbe gefunden. Die konnte ich relativ flüssig auftragen und habe es trocknen lassen. Und damit habe ich ein Dach herstellen können. Das ist noch nicht fertig. Da kommen noch ein paar mehr Teile. Die sehen wir nachher noch. Die wirklich ein schönes Grünspandach uns zeigen. Ja, wie gesagt, im Reellen, wenn man das sagen müsste, das wäre jetzt ein Kupferdach gewesen, hätte schwarz sein müssen, aber das finde ich überhaupt nicht passend. Und deswegen grün drauf. Und jetzt kommt natürlich ein bisschen schwarz nach hinterher, so dass wir sagen können, das Teil ist alt. Ja, aber es hat immer noch diesen Glanzeffekt, diesen Kupfereffekt mit Grünanteil drin. Dieses kleine Schrägdach habe ich natürlich auch mit bemalt. Auch hier gealtert. Das ist ja ein Blech, Wellblech oder irgendwas in der Art. Und da musste man entsprechend auch ein bisschen so, nicht Rost fahren, aber so Verwitterung, Dreck, der von oben runtergelaufen ist. Und dann hat sich das abgesetzt und so weiter und so fort. Und jetzt hier zum Beispiel an diesen Kanten dran, das rostet ja nicht wirklich. Das muss man einfach wissen. Das ist ein Kupferdach, das wird nicht wirklich rosten. Das wird grün. Ja, ist so. Aber bei mir ist es halt löchrig. Ja, das ist halt so vorgegeben. Es sollte vielleicht ein Metalldach sein oder was weiß ich was. Ist mir aber auch relativ egal. Ich fand es einfach schön, wenn man das noch so ein bisschen altert nebenher und finde es im Grunde genommen so recht nett. Und mir gefällt es wirklich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja immer noch ein Unterschied, ob ich mir was anschaue, was ich jetzt hier auf dem Video sehe. Ich meine, ich sehe es auf meinem Monitor hier oben rechts. Oder ob ich es bei mir auf der Modellbahnanlage sehe. Ist ein großer Unterschied. Dann habe ich mir gedacht, du hast hier Fenster drin. Die sollten ursprünglich vom Hersteller, von Faller war das, glaube ich, sollte da Fensterglas aus Folie dahinter geklebt werden. Da habe ich gedacht, nee, bei so einem alten Gebäude, da gehören irgendwie keine Fensterscheiben mehr rein. Hättest ein paar kaputte machen können, hätte ich machen können. Finde ich aber im Maßstab jetzt 1 zu 160 nicht ganz passend. Wenn man so 1 zu 35 baut, da kann man so richtig schön kaputtes Fensterglas reinmachen. Das geht hier nicht richtig. Aber ich wollte, wenn man reinschaut, dass man irgendwas sieht und nicht drüben auf der anderen Seite des Gebäudes rausguckt. Das Gebäude von innen wird nicht wirklich beleuchtet. Das fand ich unpassend. Altes Gebäude, kaputtes Dach, alles wie auch immer. Und das Licht brennt drinnen, weil gearbeitet wird. Passt nicht. Der untere Teil ja. Ja, aber da oben drinne fand ich nicht passend und warum auch, lass es doch löchrig sein, da werden Steine zermahlen da drinne. Und da habe ich mir ein was rausgesucht, so eine Fabrik habe ich mir als Bild gesucht und habe das dann zweimal ausgedruckt, ihr habt es ja eben gesehen, habe das aneinander geklebt, das ist dickes Papier mit 200 Gramm, also insgesamt 400 Gramm sind das jetzt, also Quadratmeter. Und habe das stabil und das kommt jetzt diagonal, ja, nicht mittig, weil es sind ja auch links und rechts Außenfenster und damit man von überall was sieht, kommt das diagonal rein. Und da hat man von allen Fenstern, sind abgedeckt und vorne rechts ist sowieso nichts, wenn man reinguckt, sieht man im ersten Moment gar nichts, das muss ich gleich mal so sagen. Aber wenn ich reingucke,
Jemand, der meine Anlage oder meine Modellbahnanlage sich anguckt, der wird da gar nichts drin sehen. Oder nur, wenn man hinguckt. Oder wenn ich sage, guck mal da rein. Das ist wie mein Verwaltungsgebäude von meinem Zeppelin-Landeplatz. Ganz hinten. Da ist sogar eine Inneneinrichtung rein. Die sehe ich selber nicht mal mehr. Aber sie ist da. Ja, es ist einfach da. Man kann reingucken. Da ist was drin. Da passiert irgendwas. Finde ich nett, auch wenn nicht mal Beleuchtung reinkommt. Wie gesagt, das wäre völlig unpassend gewesen. Während nämlich diese Kabel, die ich jetzt hier zusammengelötet habe, für das untere Beleuchtung, das heißt da, wo der Schotter auf die LKWs nachher drauf fällt. Da oben ist eine Lampe, das habe ich ja vorhin angebaut, hat man vielleicht gesehen. Und das wird natürlich beleuchtet. Das wird da reingeklebt jetzt hinten. Ich will das ja auch nicht sehen, wenn ich in die Fenster reingucke. Das wird dort hinten schön reingeklebt mit Heißkleber. Und entsprechend nachher, werden wir gleich sehen, schwarz gemalt, so dass ich das Ganze überhaupt nicht mehr sehe. Wenn ich nicht weiß, dass da was ist, sehe ich das einfach nicht. Weil das ist wirklich ganz hinten in der Ecke drin. Und wie gesagt, ich habe auch das ganze Gebäude von unten, von allen Seiten gealtert, bemalt. Das hier ist der Schnelldurchlauf, den ich euch heute gerne zeigen wollte, eben noch als Füller nach dem Fahrvideo am Anfang. Und so habt ihr das Gebäude mal gesehen, es ist noch nicht fertig, da kommen noch ein paar Sachen dazu. Das heißt, da kommen noch weiße Ablagerungen wieder drauf, die ich dann entsprechend noch gestalten werde. Aber das hat noch ein bisschen Zeit, das seht ihr dann im kompletten Video, was ich euch dann, wie gesagt, in Anfang Januar, schätze ich mal, auf dem Model Creation Kanal zeigen will. Und hier male ich noch so ein bisschen so runtergelaufenen Dreck außen auf diese Holzplanken an. Die sind, da kann man ja durchgucken. Das sieht man, wenn man ein bisschen auf der Rückseite da, dass man da mal durchgucken kann. Das ist also ein wunderbares Gebäude. Es hat nichts mehr mit dem zu tun, was original war. Da war ja unten drunter noch ein bisschen mehr. Das war ja viel tiefer. Das seht ihr auch auf dem ersten Video schon. Das ist natürlich online. Ich werde es mal oben rechts in der Ecke verlinken. Und da ist ja viel passiert. Das habe ich ja halb gesägt. Die meisten werden es gesehen haben. Und wenn nicht, guckt gerne mal rein. Und hier im Hintergrund sehen wir es. Da wird es von dem Signal hinten rot angestrahlt. Wie gesagt, es ist nicht beleuchtet. Und das ist jetzt der Vorplatz. Den kennen die meisten von euch schon. Links ist das Holzlager. Das ist das neue Gleis, was ich angebaut habe, was hier vorne so lang geht. Was in das Holzlager reinführt, wo der LKW steht, der übrigens auch noch koloriert wird, der bleibt nicht so rot, wie er ist. Und hier vorne praktisch, da auf der linken Seite, wo der Waggon rausguckt, der Güterwagen, da ist das Holzlager. Und rechts ist das Schotterwerk und da ist eine Lampe drunter, die ich ja vorhin eingebaut habe und die beleuchtet alles nach unten weg. Sieht nett aus. Damit würde ich mich verabschieden für die Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächsten Freitag 16 Uhr wieder, sofern ihr wollt. Ich würde mich natürlich wahnsinnig drüber freuen. Und dann sage ich, macht's schon gut, bis nächste Woche. Tschüss, euer Olli.